Kann ich Elden Ring nur mit einem Bogen durchspielen? Die Regeln sind, ich darf Gegnern nur mit Bögen Schaden machen. Da ich kein Dark Souls oder Elden Ring Pro-Gamer bin, würde ich sagen, darf ich mir, wenn ich es anders nicht hinbekommen würde, auch Hilfe beschwören. Ja, und sonst wäre es das, glaube ich, eigentlich schon. Den ersten Boss versuche ich gar nicht erst zu bekämpfen. Ich springe einfach direkt runter, denn mit den wenigen Pfeilen, die man hat und so wenig Schaden, wie der Bogen macht, würde das sowieso nichts werden. Ich könnte natürlich direkt versuchen, Mage zu besiegen, aber nur mit einem Bogen, wenig Pfeilen, Low Level, tue ich mir so ein Hirn auch noch mal gar nicht erst an. Das bedeutet also, dass ich mich erst einmal vorbereiten muss. Dann geht's erstmal zur dritten Kirche von Marika, um mir die Monster Energy Flasche und eine heilige Träne zu besorgen. Von dort aus konnte ich direkt weiter zur Festung für eine goldene Saat und den ersten Teil vom Medaillon von Dectus. Danach direkt weiter nach Caelid zur Festung Ferrith, damit wir das Dectus-Medaillon vervollständigen können. Und da ich schon mal hier bin, dachte ich mir, könnte ich eigentlich direkt ein paar Runen farmen. Da das Runenfarmen mit einem Bogen aber so ziemlich, naja, sagen wir mal nicht so nice ist, stelle ich euch meinen vorerst besten Freund vor. Diesen komischen Ball hier. Mit dem Ball kann man ganz einfach, ohne etwas anzugreifen, Runen farmen. Ihr setzt euch einfach an dieses Bonfire, lauft diesen Weg nach unten, wartet bis der Ball spawnt und springt aus dem Weg. Der yeetet sich dann selbst von der Klippe und ihr bekommt die Runen. Naja, sehr viele Runen sind das jetzt nicht, aber wenn ihr das für so circa eine Stunde macht, reicht das für das Early Game mehr als nur aus. Ach ja, die goldene Saat hier oben habe ich mir natürlich auch noch geholt. Da ich für den Bogen natürlich auch noch Pfeile brauche, gehe ich zum nächsten Händler und kaufe mir ein paar normale und ein paar Feuerpfeile. Was haben alle From Software Spiele gemeinsam? Naja, jetzt wo ich drüber nachdenke, so ziemlich alles, aber ist ja auch egal. Ah ja, genau, in allen From Software Spielen sind Bögen komplett Arschritze. Damit ich den sowieso schon geringen Schaden wenigstens etwas erhöhen kann, besorge ich mir als nächstes den Durchschuss-Talisman. Dieser erhöht den Schaden von Pfeilen und Bolzen um 10%. Ich meine, wow! Kannst du 10% mehr Schaden mit jedem Angriff? Ja, wäre vielleicht ganz cool, wenn ich so 750 Schaden mit jedem Schwertschlag machen würde. Da Bögen aber, wie bereits erwähnt, Arschritze sind, macht das Ganze so 5 bis 10 Schaden mehr. Im Late Game vielleicht so 12 bis 20. Oh Mann, warum tue ich mir sowas eigentlich an? Vorher verbessere ich aber noch meine Estus-Flasche und level mein Leben auf 29, damit ich vorerst nicht von allem gewone-shottet werde. Eine weitere goldene Saat aus der verfluchten Zaubererstadt geholt und schon wurde mir der Elden Ring Easy Mode gegeben. Damit auch noch der letzte Videospielkritiker eine Chance hat, den ultimativen Endboss zu besiegen. Als nächstes besorge ich mir ein paar Schmiedesteine in den Tunneln von Limgrave, um meinen Bogen zu verbessern. Glücklicherweise kann man in allen From Software Spielen einfach an den meisten Gegnern vorbeirennen. Und ich meine, wenn ihr das Spiel gespielt habt, ihr wart bestimmt schon mal an Caelid. Jetzt Real Talk, wer bekämpft diese komischen riesigen Hunde und Vögel? Warum sollte man sich das antun? Aber wir sind noch lange nicht mit der Vorbereitung fertig. Als nächstes gehen wir in Richtung Halbinsel der Tränen. Das ist das Ding hier unten da. Auf dem Weg dahin habe ich mir ein paar Bestienknochen zum Pfeilecraften gefarmt. Und nein, ich habe bestimmt nicht Stunden damit verbracht, diese blöden Knochen zu farmen. Nur um später zu lernen, dass ich eigentlich diesen komischen Idioten hier erledigen muss, damit ich die Dinger einfach kaufen kann. Man könnte sagen, meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Auf der Halbinsel angekommen, snack ich mir natürlich erstmal die Karte und eine weitere goldene Saat. Aber der Hauptgrund, warum ich überhaupt hierher gekommen bin, sind diese Dinger. Giftblüten. Denn zusammen mit den Dingern und Bestienknochen kann ich Giftpfeile craften. Denn anders als in, naja, so ziemlich allen anderen From-Software-Spielen kann man in Elden Ring fast alle Bosse vergiften. Und ich habe mir gedacht, naja, warum nicht? Um die craften zu können, braucht ihr aber noch das nomadische, vegane, was weiß ich, Kochbuch Nummer 3 Gedöns. Das könnt ihr euch hier bei diesem Händler kaufen. Ich habe dann noch schnell meinen Bogen auf plus 3 verbessert und mich dann auf den Weg zu Margarine gemacht. Nein, natürlich nicht. Wir gehen selbst für den ersten Boss komplett Overkill. Glücklicherweise kann man das Sturmschleierschloss einfach umgehen, indem man dran vorbeigeht. Dadurch kommen wir in diesen komischen Horrorsee und zum Glück ist er nicht vergiftet. Hier gibt es ein paar Kartenteile, eine goldene Saat, eigentlich sogar mehrere, aber ich habe die übersehen, weil ich Vollidiot bin. Ach ja, und der Hauptgrund, warum ich überhaupt hergekommen bin. Die Rosenkirche, in der wir schnell und problemlos Blutrosen farmen können. Wofür brauche ich die Rosen, fragt ihr euch? Weiß auch nicht, vielleicht für den overpoweredsten Statuseffekt im ganzen Spiel. Mit den Dingern kann man nämlich Blutungspfeile craften. Dafür braucht ihr nur Bestienknochen, Blutrosen und wieder so ein veganes Kochbuch. Aber diesmal Nummer 6. Das könnt ihr in Fort Hyde finden. Und das habe ich bestimmt auf jeden Fall vorhin mitgenommen, als ich schon mal da war und musste nicht nochmal dahin zurückgehen. Und nach der ganzen Vorbereitung war es endlich an der Zeit, den ersten Boss zu bekämpfen. Mein Plan war es, ihn direkt zu Beginn des Kampfes zu vergiften, denn glücklicherweise spawnt er ein bisschen weiter von einem weg, und ihn dann einfach mit normalen Pfeilen langsam fertig zu machen. Der Teil mit dem Vergiften funktioniert noch sehr gut, da ich Sperrfeuer auf meinem Bogen habe, was mir erlaubt, recht schnell viele Pfeile hintereinander abzufeuern. Die machen dann zwar weniger Schaden, aber da ich das nur benutze, um Statuspfeile abzufeuern, war das eigentlich kein Problem. Aber da ich halt genau wie die Bögen auch
Arschritze in dem Game bin, habe ich nicht lange genug überlebt, um auf diese Weise zu gewinnen. Ja gut, liegt vielleicht auch daran, dass das Gift nur 9 Schaden pro Sekunde macht, aber trotzdem habe ich ihn fast beim ersten Versuch besiegt. Beim zweiten Versuch habe ich es dann mit den Blutungsheulen versucht und naja, sagen wir mal, es war wirklich viel einfacher. Denn wenn man den Blutungseffekt erfolgreich durchbekommt, macht das jedes Mal 7% der Max-HP-Schaden an Bossen. Plus, minus, was auch immer, abhängig von der Waffe oder so. I don't know, ich habe es mir nicht richtig durchgelesen. Ich habe mir dann zwischendurch immer wieder Verbesserungen für meine Estusflasche besorgt. Also wundert euch nicht, wenn da irgendwie mal 1-2 Aufladungen zukommen. Nachdem ich Marge Simpson so einfach besiegt hatte, dachte ich mir, Godric sollte ja eigentlich nicht wirklich viel schwerer werden. Und ja, war er wirklich nicht, denn ich habe ihn mit genau der gleichen Taktik auch beim ersten Versuch besiegt. Ja. Ach, wenn doch nur alle Bosse so einfach wären. Naja, das sind sie wahrscheinlich auch. Ich bin einfach nur zu schlecht. Als nächstes steht die komische Mond-Oma auf der Liste. Aber damit wir überhaupt in die Akademie reinkommen, müssen wir noch das Ding von dem Ort holen und das andere Ding umgehen und bla bla. Juckt doch eh keinen. Bevor wir zu der Mond-Oma können, müssen wir leider noch den roten Furrywolf von Rüdiger besiegen. Und ich muss sagen, ich habe echt Panik vor diesem Kampf gehabt. Und jeder, der den schon mal bekämpft hat, weiß, der hält zwar nicht viel aus, macht aber viel Schaden und springt wie so ein hyperaktives Geburtstagspartykind nach 3 Stücken überzuckerter Benjamin-Blümchen-Torte durch die Arena. Bedeutet im Klartext, den mit einem Bogen zu treffen, ist ganz schön scheiße. Glücklicherweise kann ich mit meinem Bogen nach dem Rollen oder Springen recht schnell angreifen. Und da der Wolf nicht viel Leben hat, habe ich auch diesen beim ersten Versuch besiegt. Mann, der Run läuft ja bis jetzt echt gut. Ich frage mich, ob der Rest auch so angenehm verläuft. Nach dem Wolf konnte ich endlich zur Mondoma. Ach ja, da war dann noch dieser super starke NPC. Die erste Phase war natürlich sehr einfach. Einfach die 3 Leute hitten, dann fällt sie vom Himmel und dann so lange Pfeile in sie reinschießen, bis wir in die zweite Phase kommen. In der besagten zweiten Phase spammt die mich leider die ganze Zeit mit ihren Spells zu und da ich, wie bereits vorhin gesagt, Arschritze bin, bin ich 3 oder 4 Mal verreckt. Danach war ich erstmal triggert und hatte keinen Bock mehr auf den Fight und hab mich auf den Weg zum Altos-Plateau gemacht. Denn nicht nur gibt es hier coole Upgrades für meine Estus-Flasche, nein, hier gibt's auch noch den großen Bruder von dem nervigen Reiter direkt am Anfang des Spiels. Und wie zu erwarten, versuche ich ihn zu besiegen. Ich glaube, es ist kein krasser Spoiler, dass wenn ich nicht weil die Mondoma schaffe, ich den auch nicht geschafft habe. Also habe ich akzeptiert, dass ich schlecht bin und wollte erstmal ein paar Level farmen. Das Problem ist leider, man braucht für jeden weiteren Level up mehr Runen und ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, 20 Stunden damit zu verbringen, einem Ball dabei zuzugucken, wie er sich selbst von einer Klippe jietet. Ach, gäbe es doch nur einen schnelleren Weg, an Runen zu kommen. Ach, warte mal, den gibt es ja. Aber um dahin zu kommen, müsst ihr mit dem komischen Maskentypen am Anfang labern. Dann mit der alten Fingeroma, dann wieder mit dem Maskentypen, dann 3 Leute invaden. Keine Angst, ihr könnt einfach wie ich direkt wieder abhauen, ohne jemanden zu fighten, wenn ihr schlecht seid, genauso wie ich. Danach sollen wir mit irgendeinem Taschentuch, irgendein Blut wegwischen oder so, I don't know, ich war zu beschäftigt damit, auf meinem zweiten Bildschirm Stargate zu gucken. Dafür müsst ihr nur hierher, diesen Schlüssel aufheben und genau durch dieses Portal gehen, den Tutorial-Boss klatschen und das Taschentuch benutzen. Eigentlich recht simpel. Danach zieht er an unserem Finger und wir bekommen ein Item, mit dem wir uns nach Ludwigshafen teleportieren können. Dann heißt es eigentlich nur noch mit eurem Bogen diesen Vogel snipen, sich ans Bonfeuer setzen und wiederholen. So bekommt ihr sehr schnell sehr viele Runen. Wenn ihr nicht verkackt, bestimmt 1 Million in der Stunde, vielleicht mehr, ein bisschen weniger, I don't know. Also man könnte sagen, perfekt für so einen Lappen wie mich. Und nach so circa 2 Stunden Farmen hatte ich dann erstmal genug Runen. Jetzt musste ich nur noch meinen Bogen verbessern. Dafür brauche ich natürlich Schmiedesteine, also habe ich mir die erste Klangperle aus den Kristalltunneln von Raya Lucaria geholt. Einfach diesen nervigen Kristallboss so lange abschießen, bis seine Rüstung zerstört ist und dann, naja, weiter schießen. Dann auch die zweite Perle hier aus der Kiste geholt und meinen Bogen auf plus 12 verbessert. Mit meinem höheren Level und einem verbesserten Bogen war dann auch dieser komische Baumkuschler vor der Hauptstadt kein Problem mehr. Ich habe ja was vergessen. Bevor ich überhaupt in die Hauptstadt konnte, musste ich mich allerdings noch um eine Sache kümmern. Also zurück nach Hogwarts, um die Oma mit dem großen Hut zu erledigen. Naja, und nach dem ganzen Level-Up war auch die kein wirkliches Problem mehr. In der Hauptstadt angekommen, habe ich mir als erstes den schwarzen Bogen besorgt. Das Coole an dem Bogen ist, der macht den Schaden eines Langbogens, hat aber das Moveset von einem Kurzbogen. Also dieses schön schnelle Schießen nach Springen und Rollen. Das haben nämlich eigentlich nur Kurzbögen. Ach ja, und er hat auch den Skill Sperrfeuer. Das einzig Nervige an dem Teil ist, dass der diese dunklen Schmiedesteine zum Verbessern braucht. Ich habe dann gedacht, ich könnte ja mal direkt Godfrey probieren. Die anderen Bosse waren ja eigentlich auch recht einfach und nein, er war nicht einfach. Das Problem bei diesem komischen Godfrey-Phantom-Geist-Ding ist, der ist so gegen ziemlich alle Statuseffekte immun. Und ich bin schlecht. Aber nach 5 Versuchen hat selbst so ein Vollidiot wie ich es geschafft, ihn zu besiegen. Am besten wartet ihr, bis er auf euch zuspringt, um seine Stampfattacke zu machen. Dann springt oder rollt ihr hinter ihn und ballert ihn mit Pfeilen zu. Das dauert dann leider ein bisschen länger, aber ich fand, das war eine wesentlich sichere Methode. Danach ging es direkt weiter zu Morgott. Und er war ehrlich gesagt einfacher als Godfrey. Er weicht zwar manchmal Pfeilen aus, aber dafür kann man ihn vergiften und Blutung kann man auch recht schnell auslösen. Und kleiner Tipp, am Anfang des Kampfes spawnt er recht weit weg. Ihr habt also genug Zeit, um ihn direkt am Anfang zu vergiften.
vergiften. Danach heißt es wie bei fast allen anderen Bossen nur auf das kleinste Fenster zu warten, um mit Blutungspfeilen den Kampf zu beenden. Und Spoiler, das wird von jedem Boss, der jetzt kommt, ein immer kleineres Fenster. Nach Morgoth ging es auf zum Berggipfel der Riesen, wo ich mir zwei weitere Verbesserungen für meine Estusflasche besorgt habe. Leider wurde ich bei einer der Kirchen von einem Ninja-Cosplayer angegriffen und Real Talk, es gibt nichts Schlimmeres als diese nervigen NPC-Gegner, die ohne Pause wie ADHS-Kinder rumspringen, rumrollen und aus irgendeinem Grund übertrieben viel Schaden machen. Mann, jetzt weiß ich endlich, wie sich alle Bosse in den ganzen From-Software-Spielen fühlen. Naja, whatever. Da ich mich ja noch nicht genug gehasst habe, nein, nach dem Ninja ging es zu einem der nervigsten Bosse, die From-Software je in irgendein Videospiel gebracht hat. Ich bin mir sicher, dass dieser Boss von Satan persönlich in der untersten Ecke der Hölle designt wurde und inspiriert wurde der dabei noch von Mao, Stalin und ApoRed oder so. Nicht nur kann euch dieses Riesenbaby mit zwei Schlägen von seinem überdimensionierten China-Wok erledigen, nein, er denkt auch noch, er wäre ein Spieler und rollt sich den ganzen Kampf über, wie das eben vorhin erwähnte ADHS-Kind, durch die Arena. By the way, habe ich schon erwähnt, dass ich diesen Boss hasse. Vielleicht lag es daran, dass es 3 Uhr morgens war oder vielleicht doch nur daran, dass ich einfach nur Arschritze bin. Aber ich habe mir dann meinen Homie Alexander zur Hilfe geholt und zugeguckt, wie er diesen fettnäsigen Minecraft-Villager fertig gemacht hat. Ach ja, und dann habe ich noch diesen komischen Riesenbaum abgefackelt. Auf nach Farum-Azula. Da ist leider auch nicht wirklich irgendwas Interessantes passiert, außer dass ich an allen Gegnern vorbeigelaufen bin, bis ich zu einem der weiteren nervigsten Bosse in diesem Spiel gekommen bin. Ich habe ein paar Mal versucht, die alleine zu besiegen, aber der Bogen hat einfach zu wenig Schaden gemacht. Ich habe sogar versucht, einen der beiden zu sleepen, aber am Ende war ich trotzdem zu schlecht. Also habe ich mir Bernie Sanders zur Hilfe geholt. Und da es vorher 2 gegen 1 war und jeder von denen alleine schon einer der nervigsten Bosse ist, fand ich es eigentlich nur fair, wenn ich auch Unterstützung bekomme. Und by the way, der komische Sideway Beyblade Move von dem einen fetten Typen geht viel zu lange und macht viel zu viel Schaden. Und nachdem ich Ornstein und Smo für Arme besiegt hatte, haben die netterweise noch die 4. dieser komischen Schmiedeperlen gedroppt. Jetzt konnte ich meinen Bogen auf plus 24 verbessern. Ach ja, irgendwann davor habe ich auch noch die 3. davon aus den Ruinen von Samor geholt, aber ehrlich gesagt habe ich vergessen, es aufzunehmen. Nach Dumm und Vetter war es an der Zeit, Malekith zu besiegen. Natürlich renne ich an den Baumkuscher direkt vor der Arena vorbei, denn warum sollte man den bekämpfen? Und die erste Phase vom Kampf läuft wieder so ziemlich wie jeder andere Kampf ab. Ja, wenn man mit Bogen spielt, hat man meistens nicht wirklich eine Variation im Kämpfen, denn man versucht sowieso immer so viel Abstand wie möglich zu den Bossen aufzunehmen. Problem war nur, der kann mich mit 3 Angriffen töten. Ja, nach so circa 10 Versuchen habe ich das dann erstmal sein gelassen, habe mir dann den Schlangenbogen und Schlangenpfeile besorgt. Denn die Schlangenpfeile und der Schlangenbogen haben beide so einen Effekt, dass die schneller vergiften können. Beide zusammen natürlich noch schneller vergiften. Leider kann man mit dem Bogen nach dem Rollen und Springen nicht schnell angreifen, aber durch den erhöhten Schaden vom Bogen und die höhere Giftrate habe ich sogar First Try geschafft. Also First Try mit dem Bogen. Nach Malekith hatte ich nur noch 3 Bosse vor mir, bevor ich endlich nie wieder Bögen in einem dieser Spiele benutzen muss. Naja, 4, wenn ihr Radagon und das Eldenbeast als separat zählt. Als erstes kam aber Sir Gideon Othmir, the All-Knowing. Für die meisten Leute kein Problem, da der Typ ja erstmal so 10 Minuten irgendeinen Käse labert und man ihn recht schnell fertig machen kann, bevor er sich überhaupt wehrt. Ja, nicht wenn man mit Bögen spielt. Nicht nur kann der Spam-Bot mich mit 3 Angriffen töten, nee, der weicht auch noch meinen Pfeilen ständig aus. Um ihn erfolgreich zu treffen, musste ich also immer warten, bis er genau gerade in einer Animation für einen neuen Spam-Angriff ist. Denn sonst würde der, wie erwähnt, schon einfach immer ausweichen. Zum Glück hält der Typ nicht viel aus. Das gleiche kann man aber leider nicht über den WWE SmackDown Superstar Godfrey sagen. Der Kampf ist eigentlich auch nicht wirklich was Besonderes, verläuft auch nur vergiften, bleed, die ganze Zeit, ausweichen, bleed. Ich war aber leider so schlecht und hab mir deswegen die Mimik-Träne zur Hilfe geholt. Und da die auch nur Bögen benutzt und das basically ein Abbild meiner selbst ist, also genauso scheiße wie ich, hat das aber auch nicht wirklich geholfen. Ach ja, und falls ihr euch fragt, warum ich eigentlich die ganze Zeit Gift benutze und nicht diesen komischen Scarlet-Rod-Dreck. Ja, die Crafting-Materialien für die Dinger spawnen nicht neu, also habe ich mich gar nicht erst auf das Zeug verlassen. Jetzt bin ich nach der ganzen Reise endlich beim letzten Boss angekommen. Und ich habe mir 2 Randos beschworen, weil ich keine Lust mehr auf den Bosskampf hatte. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich so eine 17 Stunden Elden Ring Session hinter mir hatte, nahezu ohne Pause, außer kurz auf Klo gehen, ich bin kein WoW-Spieler, und ich einfach nur noch schlafen gehen wollte. Sucht euch einen der Gründe aus. Aber eigentlich liegt es nur daran, dass ich Arschritze bin. Hey yo, falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt auf jeden Fall rein, was ich verbessern könnte. Das nächste Video wird wieder ein Challenge-Video. Diesmal Elden Ring nur mit Fäusten, also ein bisschen One-Punch-Man-Action. Das kommt diesmal hoffentlich auch ein bisschen schneller, denn ich habe sogar schon fertig aufgenommen.